Endlich ist es soweit. Knapp ein halbes Jahr später als geplant beginnt die Feldsaison der zweiten Hockey-Bundesliga und das gleich mit einem absoluten Highlight. Der TC Blau-Weiß und die Zehlendorfer Wespen trennten sich im Hauptstadtderby zwar mit einem Unentschieden, doch das 1:1 lässt auf eine spannende Saison hoffen. Insbesondere für Bene Schüngel, der sein Bundesliga-Debüt für die Blau-Weißen feierte. Wirklich sehr, sehr starke Entwicklung gemacht für den 2004er-Jahrgang. Also wirklich das Jüngste, was hier wahrscheinlich auf dem Platz so rumläuft. Das ist bei uns definitiv auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Leistung. Und Bene ist kein Neuling. Seit 12 Jahren schon spielt er im weißen Trikot für den Verein aus Berlin-Grunewald, nahm an den ostdeutschen Meisterschaften teil und wurde sogar Berliner Vizemeister. Es sind die Vielseitigkeit, mit dem Ball umzugehen, und das 1:1 auf dem Platz, das Bene an der Sportart so fasziniert. Im Spiel gegen die Wespen konnte er das beweisen. Ich wollte erstmal nur sichere Bälle spielen, erstmal im Team ankommen und einfach meinen Job gut machen. Beide Teams sind von Anfang an auf Augenhöhe und schenken sich nichts. Doch es sind die Gastgeber, die in der 7. Minute durch den Treffer von Moritz Kehlitz in Führung gehen sollen. Für die Wespen im Zugzwang heißt es nun angreifen und handeln. Nachdem sie im ersten Viertel bereits mehrere Chancen durch Ecken liegen gelassen haben, gelingt in der 20. Minute der Ausgleichstreffer durch Jasper Burkhardt. Bis zur Pause bleibt es weiterhin ausgeglichen und spannend, doch keine der Mannschaften schafft es, einen weiteren Treffer zu erzielen. Mit einem Unentschieden geht es anschließend in die Halbzeitpause. War klar, dass es hier kein einfaches Spiel wird. War klar, dass es wirklich ein sehr auch intensives Spiel wird, egal ob technisch oder körperlich. Trainer Maximilian Linker zeigt es an: Ruhe bewahren. Denn auch in der zweiten Hälfte stehen sich Blau-Weiß und die Zehlendorfer Wespen als ebenbürtige Gegner gegenüber. Vor allem nachdem die Wespen durch dieses aberkannte Ecktor beinahe in Führung gegangen sind, ist der Druck groß. Und auch die Blau-Weißen erarbeiten sich weiterhin ihre Chancen, wie hier zum Beispiel durch Noah Hagen im 3. Spielabschnitt. Aber ein Tor bleibt weiterhin aus. Besonders bitter für die Gastgeber wird aber diese verpasste Torchance von Moritz Kehlitz sein. In der letzten Spielminute fehlten nur wenige Zentimeter für den Siegtreffer. Am Ende bleibt ein Unentschieden und jeweils ein Punkt für beide Mannschaften. Und auch wenn Zufriedenheit etwas anders aussieht, kann zumindest Bene Schüngel ein positives Fazit ziehen. Ich denke, es war ein ganz gutes Spiel von mir, auch wenn ich in der zweiten Halbzeit nicht mehr so oft den Ball hatte. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und auch für die Zehlendorfer Wespen, die morgen bereits das nächste Derby gegen den TuS Lichterfelde spielen, ist das Ergebnis eher enttäuschend als erfreulich. Zum Beginn der Saison wurde sich mehr erhofft. Wir wollten von Anfang an viel Druck machen, den Gegner unter Druck setzen. Das haben wir ja eigentlich auch gut geschafft. Kriegen wir am Anfang schnell ein Gegentor. Ist halt schwierig, dann irgendwie sich wieder zu fangen. Für den TC Blau-Weiß stehen gleich am nächsten Wochenende 2 weitere Heimspiele an. Es geht gegen Ludwigsburg und gegen die Stuttgart Kickers. Und da soll natürlich wieder gesiegt werden. Doch hauptsächlich wird es dem Neuzugang, der erst am Anfang seiner jungen Karriere steht, immer mehr Erfahrung bringen.